Hallo zusammen, ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. Ich bin Azanto, das hier ist das Cup. Wir befinden uns gerade auf Crown Falls und ich hatte euch ja im ersten Teil des letzten DLCs von Anno 1800 im Prinzip von den Dächern der Stadt hatte ich euch ja gefragt, wo ihr gerne die 5000 Investoren insgesamt auf einer Insel sehen wollt. Crown Falls oder eher auf Kreta. Ich lasse euch damit mal noch einen Tag Zeit. Ich würde jetzt gerne Folgendes machen. Und zwar, diese Folge seht ihr mal als so kleine Zwischenfolge. Weil ich habe mir überlegt, in Crown Falls, gerade mit den ganzen Waren anliefern und so weiter und so fort, auch wegen 5000 Investoren, da mache ich mir eigentlich keine so genauen Gedanken. Aber auf der Insel Kreta sollten wir noch diverse Vorbereitungen treffen. Solltet ihr euch entscheiden oder sollte ich Kommentare natürlich lesen, die den von Crown Falls überwiegen. Dann werden wir natürlich auf Kreta bauen, aber da bräuchten wir noch viel, viel mehr Waren, viel, viel mehr Schiffe. Und deshalb habe ich hier mal mir zwei, drei Sachen überlegt und diese Folge seht gerade als Zwischenfolge. So, wir machen jetzt Folgendes. Und zwar, schaut mal, hier auf der rechten Seite, deshalb sind wir auch im Cup, hier auf der rechten Seite ist ja hier der alte Nate. Und zwar die sehr viele Waren von den Investoren kommen aus der neuen Welt. Schaut mal, Schokolade, Zigarren, Kaffee, das kommt alles aus der neuen Welt. Genauso der Strom, der wird extra angeliefert. Von Kreta hat man ja auch angefangen, den Sekt auf eine andere Insel zu verlagern. Und diese Waren sollte man auf jeden Fall schauen, dass wir die maximieren bzw. optimieren. Da habe ich mir zwei, drei Sachen überlegt. Ihr wisst ja genau, dass in der neuen Welt wir kein eigenes Layout für die Schokolade haben. Die Schokolade wird nebenbei produziert. Wisst ihr, was das heißt? Genau. Wir haben bei uns, schaut mal hier unten auf Kaffeewelt, haben wir einfach in eine Handelskammer, haben wir einfach diese Cecilia mit reingepackt, die hier kostenlos für uns Schokolade nebenher produziert. Das möchte ich gerne aufnehmen und zwar möchte ich hier als dritten Slot, wow, die Weltausstellung ist abgeschlossen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Da müsst ihr euch mal noch eine Folge gedulden, tut mir leid. Ich würde jetzt gerne diesen Item-Sockel, würde ich gerne nutzen und zwar beim alten Nate gibt es jetzt ein super Item und zwar ist es hier der Human-Inkarnateur Nummer 9. Der reduziert alle vorhandenen Arbeitskräfte um genau 50%. Das heißt, wir könnten im Prinzip doppelt so viele Kaffeeröstereien hierher bauen bzw. aufbauen und gleichzeitig dafür sorgen, dass einfach umsonst viel, viel mehr Schokolade produziert wird. Und natürlich als ganz tolles Nebenprodukt, es wird noch mehr Kaffee erzeugt, weil mehr Kaffee, die Investoren brauchen natürlich mehr Kaffee. Ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen nervös, weil ich habe das nicht so wirklich vorbereitet, diese Folge hier, sondern wir greifen hier einfach mal ganz blind rein und ich habe mir gedacht, außerdem sollten wir auch hier unser Lager bzw. auf Kaffeewelt ganz, ganz klar unser Depot erweitern. Deshalb. Wow, schaut mal, hier kommt wieder eine ganze Flotte an. Wir schauen erstmal, was der hier braucht. Der braucht 15 Glühfäden, ein paar Birnen und so weiter und so fort. Ja, das haben wir gleich. Also, Kollege, du fährst auf jeden Fall mal wieder zurück. Sei so gut. So, hier stehen ja jede Menge Schiffe, ne? Vor Anker. Deshalb machen wir Folgendes. Wenn wir in Kaffeewelt unser Lager immens verweitern wollen oder vergrößern wollen, hier sagen wir mal nicht auf 1700 Tonnen, das finde ich vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich möchte schon so ungefähr 700, 800, 900 Tonnen. Das wäre natürlich, also eine vierstellige Zahl wäre das absolute Highlight. Ich weiß genau, dass wir das erstmal nicht schaffen werden. Was ich aber weiß, ist, dass wir jetzt erstmal hier von Crown Falls jede Menge Waren nehmen werden und runter nach Kaffeewelt bringen werden. Das sind Ziegel, das ist natürlich auch Stahl. Wobei wir das hier nicht abknapsen, sondern hier knapsen wir auf jeden Fall Ziegel ab. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Ziegel, die werden wieder nachproduziert. Alles gut. Du fährst auch wieder bitte nach Kaffeewelt. Genau, und verschwind. So, hier unten stehen nämlich auch noch welche. Und ihr seht, hier unten haben wir 128 Tonnen Stahlträger. Das Schiff müssen wir auf jeden Fall erstmal entladen. Und ihr wisst ja genau, dass hier, wir haben ja die Stahlproduktion hier angehalten. Diese werden wir jetzt wieder reaktivieren. Ja, das macht wieder ein bisschen weniger Stahlbahn aus und so weiter und so fort. Ja, sorry Bände, alles gut. Wir brauchen aber auf jeden Fall hier noch Stahlbahn. Schaut mal, das haben wir auch noch an die Insel geliefert. Alles gut. Wir brauchen hier auf jeden Fall jede Menge Stahl, beziehungsweise alle Stahlbahnen, die wir hier finden können, werden wir aufladen und werden natürlich in die neue Welt Richtung Kaffeewelt fahren. Und natürlich auch, ich wollte es gerade sagen, natürlich sollten wir das auch mit den Fenstern machen. Die Fenster werden natürlich auch unheimlich wichtig. Schnappen wir uns hier oben gleich mal noch 100 Tonnen und dann nehmen wir gleich noch ein paar 100 Tonnen, dann nehmen wir hier noch gleich ein paar Stahlträger mit und ich würde nochmal sagen 50 Tonnen Ziegel und fahren gleich wieder zu Kaffeewelt in die neue Welt. So, bei Kaffeewelt, da wird sich jetzt alles drum spielen. Ihr seht schon. Kann das so gedruckt werden?
Neue Welt, Kaffeewelt und ab dafür. Neu gedruckte Zeitung. Wir können die Zeichnung nicht bis in die Arktis austragen. Ja, das ist wohl kalt, ne? Okay, Wurstdebakel auf Raspberry. Ja, das sehen wir ein. Machen wir aber später. Da bauen wir dann auf jeden Fall mal noch ein Rathaus hin. Das werden wir dann mit Spezialisten wegmachen. Genauso wie in Weizenmania. Der Schnaps, damit die dann mehr zufrieden sind. Alles gut. Jetzt machen wir Folgendes. Und zwar hier drüben. Ach ja, gut, entschuldigt. Genau, der fährt noch nach unten. Ich denke mal, jedes Schiff ist, also ich denke mal, knapp jedes Schiff ist jetzt hier wirklich in Bewegung. Jawohl. So, das heißt im Prinzip ja auch Folgendes. Mit der Finsternis 2 würde ich gerne hier oben nochmal anfahren, wird mir hier die Waren beladen, die man natürlich für den alten Ned brauchen, für den Inkarnateur. Weil die Arbeitskräfte um 50% reduzieren, wäre ganz, ganz wichtig. Nur deshalb können wir dann in Kaffeewelt oder auf Kaffeewelt nochmal so viele Kaffeeröster reinbauen. Weil, schaut mal, ich habe gesehen, vorhin, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, mittlerweile sind wir nur noch bei einer Arbeitskraft von 135 Obreros. Aber das sind sehr, sehr viele und ihr seht mal, wir haben nur noch 110, das heißt, wir müssten massiv erweitern. Das weiß ich, ja, das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Aber bis jetzt wäre das eigentlich nicht nötig, wenn wir als letzten Slot, wie gesagt, diese 50% Arbeitskraftreduktion hier reinbringen. Dann könnten wir nochmal so viele bauen und dann könnten wir einfach nebenbei, ich glaube, nochmal doppelt so viel Schokolade produzieren. Das wirft natürlich nicht nur für Crown Falls dann die Schokolade ab, sondern auch für Kreta. Und das wäre ganz, ganz wichtig, weil Schokolade ist wirklich, trägt natürlich auch für die, trägt natürlich auch dazu bei, dass wir da mehr Investoren kriegen. Schaut mal, ne, das ist auf jeden Fall nur 5%, ist bis jetzt hier erreicht und schaut mal, für jedes Haus wären auf jeden Fall doch mal 2 Investoren. Ne, und bei, schaut mal, bei so 2100 Investoren wären das nochmal massiv sehr, sehr viele. Das sind 14, das sind 28, das sind, sagen wir mal, 30, 35, sind über 40. Ich rechne jetzt mal, sagen wir mal, mit 50 Häusern bei nochmal 2 Investoren pro Haus nochmal dazu, rechne ich mit knapp 100 Investoren, die man einfach durch diese kostenlose nebenher produzierte Schokolade dazu bekommt. Also ich denke mal schon, dass es sich lohnen wird. Ich denke es mal schon. Und genau deshalb habe ich gedacht, mache ich mal eine kleine Zwischenfolge, zeige euch mal, wie ich das auch für Kreta hier vorbereite. Und zwar warten wir mal, bis die jetzt hier unten angekommen sind. Und da hatte ich euch ja gesagt, wir brauchen hier ja auf jeden Fall noch Depots. Zurzeit sind auf dieser Insel ja nicht so ganz so viele. Das Lager sollte man auf jeden Fall massivst erweitern. Hier unten würde ich erst einmal so alles lassen, wie es ist. Weil die Insel ist hier ziemlich weit im Südwesten gelegen. Hier unten schöne Anlaufpunkte sind hier. Was ich natürlich auch nicht so wegbauen würde, ist natürlich der Punkt hier. Hier würde ich auf jeden Fall noch 2 Anlegestellen hinbasteln. Aber schaut mal hier. Hier, das hier würde ich auf jeden Fall mit Depots massiv erweitern. Da geben wir auf jeden Fall den Blaupausenmodus und dann schauen wir mal, was wir hier noch an Depots hinbringen. Ich würde das eher so machen, dass ich so weit oder so viel wie es geht Depots auch an den Strand bastle. So, und die würde ich dann, wenn es irgendwie geht, würde ich die hier sogar dann quer hinstellen wollen. Schaut mal so. So. Ach, schade, ne? Wegen einem? Wirklich wegen einem? Das passt nicht hin, wegen einem Element. Ah, ist nicht euer Ernst, ne? Naja, es ist halt so. Nee, schade. Dann machen wir es so. Dann nützt nichts. Dann wird es so sein. Dann bauen wir das auf jeden Fall hier unten an. Ja, jetzt haben wir natürlich hier ein bisschen Platz. Das gefällt mir natürlich auch nicht. Also müssen wir nochmal gucken, dass wir den Platz noch ein bisschen besser ausnutzen hier oben. Oh, jetzt könnten wir das natürlich auch hier oben wieder querstellen. Längs wird nicht funktionieren, aber auf jeden Fall quer. Das wird die eine Seite werden. Wir könnten. Es passt um ein Stück passt es hier nicht rein, ne? Wirklich um ein Stück. Also es ist ja. Gut, dann machen wir es hier anders. Gut, dann weg mit dem Zeug. Dann probieren wir es so hier. Wird auf jeden Fall das. Ich würde das auf jeden Fall so viel wie es geht. Ah, schaut mal. Das ist ja geil. Das ist ja genial. So. So würde ich das komplett auskleiden wollen, das ganze Ding. Also.
Kommt mir das nur so vor oder finde ich das, oder ist das gerade dieses Quer irgendwie besser wie links? Kommt mir das gerade nur so vor? Schaut mal, was wir da an Platz gewinnen können. Ah ja. Jetzt würde ich das genau gerade noch so hier reinbauen, das andere hier oben hin. Schaut mal, einen ganz kleinen geringen Weg. Ich will nicht wissen, wie viele Depots das sind. Das werden wir aber gleich feststellen, wenn dann die ganzen Schiffe hier nacheinander reinrauschen. Ich werde mal ganz kleines bisschen die Geschwindigkeit erhöhen. Und jetzt schauen wir mal auf Kaffeewelt, wenn das dann wirklich, wenn die Schiffe dann wirklich kommen, wie das dann da hier aussieht. Isabel hat eine Quest. Eine Abholaufgabe, möchte Isabel. Das ist aber schön, dass du mir vertraust. Wir haben hier immer noch den kleinen, genau, den kleinen Schoner. Oh. Na gut, die 14.000 Kohlen. Ja. Wir bräuchten sie nicht, aber ganz ehrlich, die Quests, das sind mal schöne, erfrischende kleine Nebenquests. Und das macht auch unheimlich Spaß. Ein Geschenk. Was hast du denn für uns? Sie führen uns in eine strahlende Zukunft. Danke. Eine Silberkette. Ist ja mega. So, jetzt werden wir mal gucken. Die kommen ganz langsam. Jetzt müssen wir aber langsam schon. Die ersten Schiffe sollten definitiv langsam kommen. Jawohl, hier von Crown Falls kommen die ersten. So, jetzt wird es langsam. Hier geht es dann auch los. Das ist der Schoner, der hier langsam abhaut. Das ist unsere Kriegsflosse, die werde ich erstmal hier stellen. Ich habe noch was vergessen. Wir wollten doch hier Doktorschens Insel aufkaufen. Ah, ich vergesse das immer wieder. Mann. Egal. So, jetzt werden wir mal schauen. Das ist unser Schoner. Hat das auch schon versucht, aber die Menschen haben einfach alle Anteile zurückgekauft. Hier gibt's Kaffee. Hier zum Beispiel gibt es auch die kleine Amazone, die steht hier auch einfach vor Anker. Ein Feuer ist ausgebrochen. Wo brennt es denn? Oh nein, gerade hier oben. Na gut. Da sollten wir doch ganz schnell links und rechts noch eine Feuerwehr hinbauen. Weil die Dinger, die sind halt explodiert, ne? Und die brennen jetzt nacheinander hier nieder. Das ist eigentlich das Szenario, was ich eigentlich nicht so wirklich haben wollen. Aber gut, so ist es nochmal. Jetzt drehen wir die Geschwindigkeit mal ein bisschen hoch. Schaut mal. Ne? Die explodieren nämlich nacheinander. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Aufgrund eines beschädigten Gebäudes gibt es noch eine Explosion. Ich denke mal, das nächste wird auch gleich abfackeln. Oh, schaut mal. Ich denke, Feuerintensität nimmt ab. Und jetzt sollte auch gleich schon die nächste Feuerwehr kommen. Ah, perfekt. Okay, haben wir es geschafft. Sind wir fast über den Berg. Schaut mal, die Unterstützung, die wir auf jeden Fall noch holen können, das sind noch zwei ganze Feuerwehren gleich. Machen wir gleich, dann sieht das wieder gut aus. Gut, passt. Wunderbar. Können wir die Geschwindigkeit wieder normal stellen. Wow, mal schnell ein kleines Feuer gelöscht. So, den Stahl hätten wir soweit abgeladen, ne? Also könnten wir schon mal anfangen, hier die Depots zu bauen. So, dann bin ich mal gespannt, meine Lieben, wie viele das insgesamt Depots sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, stattliche 14 Depots. Rechnet es kurz um, bei 50 Tonnen macht es unheimlich viel aus, oder? Schade, dass wir hier kein kleines Verwaltungsgebäude, kein Regionalministerium drauf bauen können, weil wir hätten jetzt hier eine stattliche Summe von 1.270 Tonnen, meine Lieben. Also wenn das jetzt nichts ist, weiß ich auch nicht. Das ist genau das, wo ich gesagt habe, das machen wir als kleine Folge, als Vorbereitungsfolge, weil das wollte ich mit euch machen. Danke, Isabel. Dankeschön. Kohle können wir immer gebrauchen. Ziegel raus, alles raus. Und jetzt werden wir auf jeden Fall im Blaupause-Modus natürlich definitiv bleiben. Schaut mal, wie groß hier der Umkreis ist. Und dann werden wir auf jeden Fall noch diese Kaffeeröstereien hier unten natürlich auch nochmal anbauen. Ganz, ganz wichtig. Das Problem ist jetzt nur, dass hier unten gibt es jetzt keine Lagerhäuser. Und ich habe noch eine kleine Idee. Mal sehen. Würde ich ja so einfach nie drauf kommen, aber ich habe das letztens gelesen und denke so, Mann, also das sind die einfachsten kleinen Sachen, ne? an die denkt man eigentlich komischerweise nie, aber ich zeige es euch. Wenn wir jetzt ein Lagerhaus ausbauen, ne? Zack, 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 wir bauen jetzt gleich alle aus.
bekommt man hier kostenlos 10 Tonnen Lagerplatz dazu. Das sind 3 Stück. Jetzt kommt der Hammer. Wenn man das jetzt nochmal aufwertet, bekommt man einfach so 20 Tonnen nochmal oben drauf. Der stackt zwar nicht, ne, ihr seht es, also 1310 Tonnen insgesamt im Insellager. Machen wir dann hier auf Stufe 2 und dann hätten wir hier... Und dann hätten wir hier dann 1320 Tonnen. Ist kein Problem, aber 20 Tonnen mehr für eine kleine stattliche Mehrausgabe. Schaut mal, das braucht 14, das normale Lagerhaus braucht 9. Stufe 2 14, Stufe 3 18. Das war's, mehr ist es nicht. Also, bauen wir es doch aus. Und schon hätten wir auf der Insel wieder mehr Lagerplatz generiert. Schaut mal, Insellagerplatz in Tonnen 1350. Das heißt, es kann erstmal sehr, sehr viel produziert werden, ohne dass es irgendwie ins Leere läuft, ohne dass die Produktion eingestellt werden müssen und so weiter und so fort. Das ist, ich denke, meiner Meinung nach eine richtige Optimierung und die auch meiner Meinung nach richtig hier was bringt. Ne? Vor allem auf Kaffeewelt. Hier sollte man mal noch einen Weg lassen, damit wir hier mal noch einen Weg mittig nach unten bauen. Und dann mit der Reduktion der Arbeitskraft... Ah, das wird nicht mal ganz in dem Radius sein hier, ne? Na, das macht nichts, dann bauen wir es hier unten hin. So, was sagt denn jetzt dazu? Jetzt ist es noch schön im Radius drin, oder? Mit der Reduktion der Arbeitskraft, denke ich mal, können wir hier auf jeden Fall noch diese ganzen Kaffeeröstereien, die können wir auf jeden Fall noch aus dem Boden stampfen. Und dann würde das hier auch passen. Hier bauen wir auf jeden Fall mal noch ein Lagerhaus hin. Hier würde ich gerne auch noch eins hinbauen und hier natürlich auch. Den Weg ziehen wir hier gleich noch weiter und machen den so. Und was sagt er jetzt? Also, ich sag mal, kurze, schnelle Vorbereitung. Die haben relativ kurze Wege und die Schokolade wird exponentiell nochmal in die Höhe schnellen aufgrund der Produktivität von den Kaffeebohnen. Ich bin gespannt, was er sagt. Jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen ins Cup. Und dann brauchen wir natürlich diverse Items, beziehungsweise, ich nenne es jetzt mal diverse Zutaten, um das Teil zu bauen, beziehungsweise zu kaufen. Hier ist jetzt, wir bräuchten solchen... Ich sag mal solchen Schrott. 15 Tonnen. Na gut, holen wir uns mal 15 Tonnen von solchen Schrott-Items. Nein, wir brauchen Waren. So, jetzt gucken wir mal nach dem Schrott. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier. Und zwar 15, nicht 50, sondern 15. So, dann habe ich was gelesen von diversen Glühfäden. Ja, 15 Tonnen auch wieder. Ja, mir tut es auch total in die Finger nach dieser Weltausstellung. Aber ich habe es euch gesagt, nächste Folge, alles gut, dann bauen wir weiter. Teil 2 vom letzten DLC, das machen wir auf jeden Fall zusammen. Okay? So, dann machen wir hier die Glühfäden. Dann bräuchten wir auch wieder, wie viel Tonnen braucht man da? 10? Ich habe es schon wieder vergessen, ne? Vor lauter, unglaublich, richtig geil. 15 Tonnen, 10 Tonnen Kleidung und 5 Glühbirnen. Also, nochmal 15 von den Glühfäden. So, dann 10 Klamotten. Ich bin echt richtig nervös, ne? Und dann 5 Birnen. So, dann fahren wir schon mal rüber zum alten Onkel Nate. Wenn wir die Glühbirnen dann mal gefunden haben. Hier. So, absolut perfekt. So, jetzt ist alles da. Jetzt fahren wir doch mal rüber. Dampfschiff ist sogar noch besser wie ein Segelschiff. Weiter ist der Wind eigentlich relativ egal. Dann ziehen wir uns auf jeden Fall den Inkarnateur Nummer 9. Miss Rodriguez, die Natur... Oh, schaut mal, die produziert extra Baumwolle. Beeinflusst Holzfällerhütten und Köhlerei. Schön. Die produziert einfach so nebenher Baumwolle. Das ist ja richtig fett. Könnten wir zum Beispiel hier auf der Insel einsetzen. Ne? Hier, wo wir hier das so kleines Kohle-Layout schon gebaut haben. Ja, da mittendrin halt, vielleicht hier noch eine Köhlerei hergesetzt oder so. Wäre ja gar nicht so schlecht. Wie viele Tonnen haben wir hier auf der Insel? 250. Ah, könnten wir auch noch ein bisschen weiter. Hier könnten wir zum Beispiel so ein richtiges, schönes Lager hinbauen. Ne? So eine richtige, genau, auf Kohleflut könnten wir dann so ein kleines Regionalministerium hier hinbauen. Würde mich schon mal interessieren, ob das sowas wird. Und mit dem Regionalministerium könnten wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir hier, da brauchen wir jede Menge Ressourcen, natürlich und Baustoffe, könnten wir hier auf jeden Fall das Lager für eine Destepot immens erweitern. Mehr Druck im Kessel. Wäre ein Plan. Also wäre echt ein Plan. So, umwandeln. Und zwar hier. Inkarnateur Nummer... Das ist ja richtig geil animiert. Muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich auch sehr, sehr selten gemacht. Mir mal sowas zugelegt und sowas gekauft. Ich glaube, wir sollten das in nächster Zeit mal viel, viel häufiger machen. Wow,
Was gibt's denn hier alles? Vor allem für welche Baustoffe, für welche Ressourcen? Verwendbaren Bergungsschiff, Wanne, sich windendes Wattwürmer. Geil. Schrottbergungsmenge, 30% mehr. Boah. Und wisst ihr, was wir auch mal wieder machen sollten? Wir sollten unbedingt mal wieder auf Schatzsuche gehen, oder? Was haltet ihr davon? Ich hätte es noch so gerne, hätte ich noch viel mehr Tiere für unsere Insekreta, damit wir dort auch wieder die Attraktivität nach oben schrauben können. So, was sieht es denn hier aus? Ne? Also, hier geht's auch schon los. Extravaganter Dampfer steht auch schon hier und du hast ja auch schon geladen. Du könntest eigentlich, ja, machen wir so, du fährst runter auch nach Kaffeewelt. Jupp. So, genau. Dann machst du mal los auf jeden Fall. Du bleibst auf jeden Fall hier. Das wäre super. Ja, 12 Bahnen werden auf jeden Fall hergestellt. 70 Stahlträger hätten wir auch schon wieder. Könnten wir sogar dafür sorgen, dass wir hier mit unserer Finsternis 2 könnten wir sogar noch ein bisschen Stahl aufladen hier. Ja, das machen wir auch. Ne? Laden wir noch ein bisschen Stahl auf. Und dann fahren wir das auf jeden Fall auch mit runter. 1600 Tonnen Lagerkapazität. Wahnsinn. Richtig geil. So, jetzt schauen wir mal. 26, 29. Guck mal gerade mal. Ich würde gerade noch mal in die Statistiken gucken, bevor das Schiff hier unten ankommt. Damit die Produktion hier auch optimal läuft. Schaut mal. Also, hier waren 32 Tonnen produziert von den Barren. Und ja, davon werden dann 4 abgeknapst. Und die werden dann auf jeden Fall zu Stahl weiterverarbeitet, beziehungsweise zu Stahlträger. 2036, warum stockt das hier langsam? Die Nachfrage 28, Versorgung 41. Also das ist stabil. Müssen wir nur mal schauen, warum hier... Ne, passt eigentlich, oder? Ja, es fehlt an Eisen. Schaut mal, es fehlt hier massivst an Eisen. Also die verbrauchen mittlerweile so viel, dass es hier echt auf dieser Insel an Eisen mangelt. Ach, das ist ja der Hammer. Unglaublich. Hier fehlen die Rohstoffe. Ja, es ist tatsächlich so. Macht nichts. Ich würde mal sagen, dass wir mal auf jeden Fall in der nächsten Folge, in der großen nächsten Folge in Teil 2, sehen wir auf jeden Fall mal zu, dass wir in Stahlwerk noch ein paar Stahlbahnen im Prinzip noch ein bisschen Eisenrohmaterial hierher bekommen. Ja, das würde ich gerne schon alles mitnehmen wollen. Und dann würde ich sagen, auch mit dem Schiff fahren wir nicht noch mehr extra hoch ins Kap Trelawney. Wir fahren gleich runter nach Kaffeewelt. Weil wir hätten eigentlich hier genug. Stahlbahnen werden auf jeden Fall hier. Ah, schaut mal, wir haben schon genug. Wir haben auf jeden Fall schon genug. Nach Kreta, also der lädt dann immer nur mal so 20, 30, 40, 50 Tonnen ab. Das heißt, das Schiff ist eigentlich immer gut gefüllt. Das ist richtig gut. Dazu sollte man dann auf jeden Fall aber mal schauen, dass man hier noch mehr Eisen als Rohmaterial hierher bringt. Hier geht es wieder los. Zack, Stahl nach Crown Falls. Das sind aber die... Ah, okay, das ist normale Stahl. Nur 30 Tonnen. Geht aber, passt. Das passt auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nochmal schnell gucken. Wird mich ehrlich gesagt einfach mal jetzt interessieren. Die normale Eisenroute wird aufgeladen. Genau, und wird wieder abgeladen. Okay, alles klar. Also, von Kreta wird das komplette Eisen wird hier entnommen. Das wird relativ schnell produziert. Ja, aber hier bräuchten wir auch noch sehr, sehr viel mehr Lager. Also das ist ganz klar. Das wollten wir freilassen. Na, da werden wir auf jeden Fall hier noch ein bisschen was basteln, oder? Was meint ihr? Hier gibt es ja im Prinzip nur der mittlere Ölhafen steht hier. Ah, da können wir auf jeden Fall noch was hier hinstellen. Weil hier geht auch noch was. Ja, das passt schon. Hier außen können wir ja... Ja, wir können ja jetzt hier schön... Wir können ja jetzt hier schön außen erweitern. Ah, das ist nicht so schön. Ja, das ist gut. Es fehlt ein Feld, ne? Ey. Ah, egal. Aber alles gut, kein Problem. Hier, das ist ja besetzt durch die hier. Wir könnten maximal hier nochmal drehen. Und könnten hier auf jeden Fall... Ne, können wir auch nicht hinbauen, weil dann kommen die nur mal raus. Okay. Kein Problem. Hafenmeisterei könnten wir nochmal... Könnten wir hier nochmal ein bisschen was dazu bauen. Das wäre kein Problem auf der Seite. So hier zum Beispiel. Und dann sieht das hier alles mal richtig gut aus. Der Pendlerkai, den müssen wir auch noch ausbauen. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen. Es fehlt ja Zement. Da stehen die Schiffe hier vor Anker. Ah ne, das hier steht vor Anker.
Hier könnten wir mal zurück nach Zantostadt fahren und wenn wir dort noch normale Baustoffe haben und so weiter und so fort, könnten wir das auch runter nach Kaffeewelt fahren. So, das laden wir alles mal gemütlich ab hier. 31 Tonnen. Eigentlich auch noch nicht so viel. Schaut mal, hier könnten wir auch noch anklemmen. Ja, wir könnten ja im Prinzip die drei Eisenminen könnten wir im Prinzip auch anschließen. Das macht nochmal die Produktion, würde das extrem, das würde das brutal verdoppeln, die Produktion. Das wäre natürlich auch richtig gut. Die warten auf jeden Fall. Ja, weil die alle beide sind belegt. Dann würde ich sagen, bauen wir noch einen dritten, oder? So, jetzt gibt es hier keinen Stau erstmal mehr. So, dann schauen wir mal auf Kaffeewelt. Was ist denn angekommen? 1, 2, 3. Okay, perfekt. So, jetzt warten wir mal noch auf das eine Schiff. Vom Cap Trelawney. Hier, schaut mal. Hier kommt die Fracht. Hier kommt die Fracht. Schön. Sehr schön. So, und hier ist die Produktion auch wieder normal. Jetzt würde ich aber noch, bevor das Schiff dann auf Kaffeewelt ankommt, würde ich dann sagen, wir erweitern hier mal noch die Eisenroute. Das können wir kleiner machen. Und zwar machen wir das so, zwischen Kreta und Stahlwerk bauen wir mal noch eine Insel zwischen rein. Machen wir es so. Hier. Und zwar kommt jetzt East River hier zwischen rein. Wir wollen keine Waren entladen, sondern wir wollen eher gesagt Waren laden. Und zwar nur das Eisenrohmaterial, okay? Das wollen wir im Prinzip aufladen. Egal wie viel die jetzt produzieren, ist egal. Dann fahren wir im Prinzip erst vom Stahlwerk runter nach Kreta. Dort entladen wir dann die ganzen Stahlbahnen, sofern da noch welche da sind. Und dann werden wir auf jeden Fall wieder die Eisenwaren aufladen, das Roheisen. Werden dann zusätzlich nochmal nach East River fahren, werden dort gegebenenfalls noch ein bisschen was einladen, dass wir so viel wie möglich wieder hochschippern können. Und das werden wir auf jeden Fall annehmen. So, dann wartet es nämlich entweder auf Kreta oder oben in Frachtschiff steht bereit. In Stahlwerk auf die komplette Entladung bzw. Beladung. Und so ist hier eine schöne Fluktuation. Alter, schaut mal, unglaublich, was hier für Betrieb ist. Okay, jetzt ist wirklich hier, das ist die Wurst. Die Wurst wurde entladen und hier gibt es auf jeden Fall Messing. Die zwei sind schon fertig, die fahren gleich wieder weg. Genau. Nächstes Schiff kommt. Du entlädst die Seife. Dauert auch nicht lang, weil du hast nicht viel zum Entladen. Außer volle Tüte. Und dann darfst du auch wieder weg. Entlädt 5 Tonnen pro Sekunde. Da könnt ihr euch ausrechnen, wie viel das jetzt war. Das hier könnten wir auch nochmal erweitern. Machen wir auch gleich. Dann haben wir ja hier auch nochmal richtige Lagerkapazität. Auf das schaut mal, 1100 Tonnen. Richtig gut. So, das ist das. Passt. Das ist die Wurst. Das sollte auf jeden Fall auch demnächst mal fortmachen. Irgendwie ist das ein kleines bisschen verpackt. Kann das sein? Also manchmal kommt mir das so vor, wenn man so verschiedene Anlegestellen so knapp aneinander hat, dass sie dann immer so ein bisschen kollidieren. Das kommt mir nur so vor. Ist nur ein Gefühl. So, das Schiff von der Überfahrt zurück. Jawohl, okay, jetzt geht's los. Stahl raus und noch den Inkarnateur. So, jetzt, meine Lieben, machen wir Folgendes. Der kommt jetzt hier rein, okay? Zack, ist drin und somit generiert sich die Arbeitskraft wieder auf über 560 Obrero-Arbeitskraft. Das heißt wiederum, wir können hier bam, 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 bam. Und wir haben immer noch 80. Macht nichts. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal sehr, sehr viel mehr die Kaffee produzieren. So, ne, passt auf jeden Fall. Kann ich Ihnen zeigen, wie das geht? Ja, zeig's mir, gib's mir. So, dann wollte ich nochmal schnell gucken. Und zwar bei der Kaffeerösterei ist die Nachfrage jetzt bei 53 Tonnen. Und die, also normal, Kaffee wird jetzt hier produziert 53 Tonnen. Jetzt geht das richtig los. Und hier unten wird jetzt 53 Tonnen abgefragt. Richtig gut. Hola. Hi. Hier gibt es noch irgendwo ein Problem. Weiß aber nicht gerade wo. Jede 32 Sekunden wird eine Tonne Kaffee abgebaut. Ne? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mal 2 wären eigentlich 26.
Die Versorgung, die Versorgung ist hier 24 und die Nachfrage ist ja doch tatsächlich 53. Das heißt, wir müssen alle anschalten. Meine Lieben, machen wir gar nicht rum hier. Die Module müssen wir dann auch mal begrenzen und reduzieren, weil wir haben ja zwei Spezialisten mit drin, die auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Module, dass wir weniger Module haben. So, dann bauen wir hier auf jeden Fall auch mal aus. Ist das geil. Zack, 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 zack. Und los geht's, und los geht's, und los geht's. So, jetzt gucken wir doch mal nach der Produktion. 46 Tonnen werden gerade eben produziert. Mhm. Sehr schön. Die Nachfrage ist aber trotzdem bei ca. Was war das? Die Nachfrage bei ca. 53 Tonnen. Ah, fehlt immer noch ein ganz kleines bisschen, ne? Das denkt man gar nicht, aber es ist tatsächlich so. Da sollte man dann irgendwo mal noch ein bisschen mehr Kaffee anbauen. Oder sollte man zumindest mal eins in den Pausenmodus versetzen, bei jede 15 Sekunden. Wahnsinn, ist das geil. Absolut genial. 49 Tonnen, müssen wir leider noch eins stoppen. Oder wir machen es anders. Leute, stopp, wir machen es anders. Es war doch so, dass wir hier... dass wir hier das Arbeitspensum für den Kaffee, wir können das doch reduzieren. Dann haben die ja deutlich mehr Zufriedenheit und wenn wir das, sagen wir mal, so 30% reduzieren, was haltet ihr dann davon? Natürlich, haben die dann ein bisschen weniger, die Nachfrage ist 45 Tonnen und die Produktion ist 46 Tonnen. Was haltet ihr dann davon? Haben gleichzeitig eine höhere Zufriedenheit und dann, wenn wir Bock haben, könnten wir hier das Layout mal noch ein kleines bisschen erweitern. Wir müssten das eh erstmal einkürzen, aber wir könnten zeitgleich könnten wir auf jeden Fall das Layout ein bisschen erweitern. Das hier unten bräuchten wir dann garantiert sowieso. Und das müssten wir eh nochmal ein bisschen neu, müssten wir es mal wieder aufziehen, weil durch die zwei Spezialisten hier, die gute Frau 10% weniger Module und natürlich der Gartenbauer Hermann 20% weniger Module macht insgesamt 118 zu 168, das heißt 50 Module können wir auf jeden Fall einschränken. Also das wäre schon richtig krass. Aber ihr seht, jetzt geht die Kaffeeproduktion, die geht jetzt hier richtig in die Vollen. Wir haben sogar noch Arbeitskraft übrig und zusätzlich, Achtung, Achtung, die Produktion von Schokolade liegt bei fast dem Doppelten. Also das... Und jetzt ist bei 17 Tonnen pro Minute ist jetzt die Schokolade angekommen. Das heißt, nicht nur Ground Falls können wir jetzt mit Schokolade beliefern, sondern auch Kreta. Das heißt, wir haben so viel Vorbereitung getroffen, dass wir jetzt ein Schiff auf jeden Fall, und deshalb habe ich die hier alle noch hier vor Anker gelassen, wir können auf jeden Fall jetzt ein Schiff hier, du fährst bitte wieder hoch nach Ground Falls, weil da gehörst du hin. Mach's gut. Du machst auf jeden Fall wieder in die alte Welt. Du rückst gleich wieder nach Kreta. Und eins von diesen Frachtschiffen, das gehen wir jetzt, da gehen wir jetzt auf jeden Fall eine Handelsroute ein. Mit der Ringhorn. Ah, okay, verfügbare Schiffe. Ne, das müssen wir andersrum machen. Route. Neue Route. So, jetzt nehmen wir hier die Ringhorn. Als Beispiel, ne? Kann man ja, kann man egal was nehmen. Kobold High. Geil. Hier, der Ringhorn. Und die werden wir jetzt hier auf jeden Fall... Das war ja für uns auch schon... Ach, das müssen wir ja einfach nur anklicken. Gut, egal. Dann werden wir hier jetzt Kaffeewelt anwählen und werden natürlich in der alten Welt... werden natürlich in der alten Welt jetzt Kreta anwählen. Und hier werden wir das Ding mit Schokolade richtig vollpacken. Ne, was geht? Schokolade auf jeden Fall rein. Ich sag mal, die ersten 100 Tonnen werden hier durchaus ausreichen. Ist immer noch ein UI-Fehler, ich weiß, das liegt an der Mod. Aber der packt jetzt maximal 100 Tonnen ein von der Schokolade und fährt jetzt fröhlich... von Kaffeewelt nach Kreta. Somit ist das Schokolade. Somit ist die Schokolade, ich denke mal, in einem gemütlichen Zeitraum auf jeden Fall wäre die hier erstmal abgedeckt. Ein Frachtschiff lassen wir auf jeden Fall mal gerne hier. Ist ja schon. Ah, die kleine Amazon ist auch schon da, das macht nichts. Und dann die nächste. Auf jeden Fall wieder in die alte Welt. Und da fahren wir auf jeden Fall nach Zandustadt. So. Oh, wie geht denn das in dem Weizenfeld? Sag mal, rauchen die währenddessen die den Weizen runterholen oder was machen die hier? Oder das Getreide? Entschuldigt bitte, aber rauchen die stattdessen oder was machen die? Die sollen arbeiten. Glaublich.
so eine Frechheit. Gut. Das wahre Glück auf ja, die haben auf jeden Fall, die sind wieder zufrieden. Wir sollten hier noch mit Schnaps auf jeden Fall arbeiten. Die Spezialisten sollten wir auf jeden Fall noch auf die Insel holen. Das wäre mal richtig gut. Erwarten neue Horizonte. Vor allen Dingen der mit Schnapsproduktion, der wäre natürlich mal ideal. So. Jetzt hätten wir das hier eigentlich so weit geschafft. Wir werden jetzt hier mal noch in East River, werden wir auf jeden Fall mal noch die Eisenminen bauen. Und dann werden wir das mal nochmal, was machen wir da, entweder hoch oder gehen wir da auf der Seite? Ich würde sagen, Blaupausenmodus, Lagerhaus unten drunter und hier vielleicht nochmal, jawohl, perfekt. Klamotten, dann machen wir mal den Weg quer zur Eisenmine. Passt. So, das wäre die Nummer 1. Ach, hier ist ja ein Dankfest. Ist ja geil. Na dann feiert mal schön, meine Lieben. Warum habe ich denn hier eine Universität hingebaut? Aha, fehlt an Arbeitskraft. Wieso? Wir haben keine Reserve mehr. Klingt komisch, ist aber leider so. So. Dann werden wir die hier noch anklemmen. Und die hier werden wir auch noch anklemmen. So, dann hätten wir hier auf jeden Fall erst einmal dafür gesorgt, dass wir hier noch das Lagerhaus mal irgendwo hinbauen. So, bauen wir das Lagerhaus hier gleich daneben. Dass auf jeden Fall die drei Eisenminen mit dafür sorgen, dass wir auf jeden Fall im Stahlwerk schon mal mehr Eisen zur Verfügung haben. Das wiederum generiert uns wieder mehr Barren und das wiederum generiert uns ganz klar wieder mehr mehr Stahlträger. Ah, jetzt weiß ich auch, wo das herkommt. Die Arbeiterarbeitskraft, dass es fehlt. Das sieht beschäftigt aus. Da kommt jemand. Das sind die Minen, meine Lieben. Das sind die Minen. Alles klar. Gut. Ach, als wäre jeden Tag Weihnachten. Na, das ist doch schön. Das ist doch schön, dass es dir hier wirklich so gut geht und du zufrieden bist. Freut mich ehrlich, wirklich. So, die Bauern. Sollten wir mal noch ein paar hochziehen hier. Was immer das alles ist, immer alles mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, das Upgrading hier, muss ich auch mal dazu sagen. Jetzt müssen wir das erstmal langsam wieder hochlaufen lassen. Ich denke mal schon, dass das passt. Schauen wir mal die hiesischen Fischbestände an, ob das noch reicht. Versorgung 8 passt. Klamotten passt auch. Geht zwar fast Bari-Bari auf, aber ganz ehrlich, das passt. So, jetzt schauen wir uns nochmal die Bäcker an. Wie sieht es denn damit aus? Jawohl, Versorgung passt alles, ne? Versorgung bei 2 Tonnen. Alles gut. Hier kommt Bier. Das Bier ist bloß leer. Das Bier ist alle. Da sollten wir uns vielleicht auch mal demnächst mal drum kümmern. Die Bierproduktion. Weißt du, wie das aussieht, bräuchten wir hier definitiv mehr Bier. Wie sieht es denn aus? Items? Wie sieht es denn hier aus mit Bier? Wir sollten auf jeden Fall das Bier auch gleich mit hier oben hinpacken. Irgendwo, wo wir dann gleich sehen. Aha. Schaut mal hier oben rein jetzt. Jawohl, okay. Das passt dann viel besser. Hier ist auf jeden Fall, wow, 14 wird gleich. Gleich 14 wird es abgefahren. Okay. Ah, hier unten. Okay. Wo fährt denn der Kollege hin? Der fährt zur Enharlo. Wird natürlich das Bier dort gleich wieder abladen. Und wird natürlich wieder etwas. Werden wir etwas wieder im Ruf steigen. Okay, mein Lieben, eigentlich die Vorbereitungen sind getroffen. Alle Schiffe sind soweit da, beziehungsweise alle, ja, wie soll ich denn das sagen, alle Routen sind jetzt soweit eingerichtet. Die Schokolade läuft jetzt auch hier Richtung Kreta. Ich sag mal, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir hier auf Kreta noch ein paar mehr Fenster hinbekommen, noch ein paar mehr Steine und so weiter und so fort. Das würde ich ja schon gerne machen wollen. Hier steht der extravagante Dampfer, steht schon soweit. Ich lasse auch gleich das nächste Schiff mit hochfahren. Clipper. Ah, bei Madame Kaina. Ja, alles klar. Dann fährt ihr mal wieder runter. Die fahren ja ganz normal, alles schick. Oh, was ist denn hier los? Eine Quest. Was gebe ich alles dafür? Nur ein kleiner Hoffnungsschimmer. Eine Abholaufgabe. Wendemanöver. 1. 2. 3 und dann sollten wir wahrscheinlich wieder direkt ins Gefängnis wieder zurückfahren, oder?
Hoffentlich sammelt er jetzt alle ein. Ich bin gespannt. So, und du als Slipper fährst bitte auch gleich hoch. Und ich sag mal, nächste Folge geht's weiter mit unserer großen Einführung des DLCs. Wie gesagt, 3 Teile habe ich mal vorgestellt. Und ich bin gespannt. Wie gesagt, alle Vorbereitungen sind jetzt soweit getroffen. Und dann haben wir mal der Dinge. Jetzt lasse ich mal noch 2-3 Minuten ins Land gehen. Das mache ich aber auf jeden Fall offscreen, dass wir hier noch so viel so weit vorbereiten können, dass die Schiffe oben bei Zantostadt stehen. Dann können wir dann in der nächsten Folge gleich alles voll knallen mit Materialien, fahren hier runter und dann bauen wir, können wir, wenn ihr euch dafür entscheidet, können wir hier auf jeden Fall auch ausbauen. Hier gibt es zum Beispiel gerade mal kein Öl mehr. Das ist natürlich nicht gut. Aber das dann alles in der nächsten Folge. Meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zugucken, für die Zwischenfolge. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dann wirklich auch zu Teil 2 des Dächer der Stadt DLCs, der Einführung, bei mir auf dem Channel wieder mit dabei seid. Ganz vielen, vielen Dank fürs Zugucken, eine gute Zeit und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Zanto. Bye, bye.